Rein geht's in diese nächste Stunde hier im Frühstücksfernsehen. Ja, nach der Party alkoholisiert nach Hause mit dem E-Scooter. Patrick hat genau das gemacht. Aus München kommt er. Und das ist richtig schief gegangen. Also, mit dem E-Scooter, besoffen, Geldstrafe und Führerschein weg. Die Frage ist nur, ist diese Strafe eigentlich gerechtfertigt? Denn bundesweit werden Hunderte von Unfällen jedes Jahr mit diesen Leihrollern verursacht. Und die Frage ist, wer haftet da eigentlich am Ende im Ernstfall? Da steht er nun und kann nicht anders, während andere mit den hippen E-Scootern um ihn herumsausen. Für Patrick Heckel aus München ist das jetzt erstmal verboten. Und das, nachdem er zum ersten Mal überhaupt mit einem E-Scooter durchgestartet ist. Dummerweise frühmorgens in beschwingter Stimmung nach dem Feiern. So wie die Party vorbei war, roundabout 5 Uhr, sind wir aus dem Club gegangen. Dann waren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr verfügbar, beziehungsweise erst, keine Ahnung, 20 Minuten warten. Und da standen eben E-Scooter. Ich dachte mir, okay, lass einen nehmen. Und ja, ich bin sage und schreibe, ich glaube, 100 Meter gefahren. Und dann wurde ich von der Polizei aufgehalten. Und dann war die Fahrt auch schon beendet. Der 30-jährige Content-Creator muss mit auf die Wache. Die Blutprobe ergibt 1,4 Promille. Die heftigen Folgen, eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro und 5 Monate Führerscheinentzug für den Autofahrer. Unverständnis dafür bei Patrick. Es ist eine Straftat und ich möchte das auch nicht runterspielen, dass das, was ich getan habe, eben richtig war. Ich meine, man soll im alkoholisierten Zustand keineswegs irgendein Fahrzeug jeglicher Art führen. Aber ich finde, es wird halt der E-Scooter als Kraftfahrzeug betitelt. Und für mich ist ein E-Scooter darf ein 14-jähriges Kind fahren, ohne Führerschein. Und das stellen auch andere in Frage, angesichts Bildern wie diesen. Bundesweit werden jährlich hunderte Unfälle registriert. E-Scooter dürfen 20 km/h fahren und haben sich als Partymobil in vielen Großstädten etabliert. Und wie sieht's mit der Haftung für Verursacher von Unfallschäden aus? Genügt bei Fahrten mit Leihrollern die eigene private Haftpflichtversicherung? Bei einem Unfall mit diesen E-Scootern haftet grundsätzlich der Fahrer für sein Verschulden. Bei den Vermietern von E-Scootern ist es so, dass diese natürlich flottenmäßig eine gesetzliche Haftpflichtversicherung abschließen, damit sie als Mieter den gesetzlich geforderten Versicherungsschutz einer Haftpflichtversicherung haben. E-Scooter-Fahrer haften aber nur, wenn ihnen die Schuld nachgewiesen werden kann. Und das ist bei Unfällen immer fraglich. Sind sie aber eindeutig schuld, kann es auch für E-Scooter-Fahrer richtig teuer werden. Insbesondere bei Personenschäden. Das aber wissen viele, vor allem Jugendliche, nicht. So die Meinungen auf der Straße. Man denkt doch nicht so nach wie beim Auto oder so. Man steigt einfach drauf, man denkt sich halt, ein Roller geht schon. Aber ist gefährlich, weil ich kenne Leute, die haben da fette Strafen gezahlt. Für Autofahrer gibt es Regeln, für Fahrradfahrer gibt es gefühlt weniger Regeln und für Rollerfahrer gefühlt gar keine Regeln. Man will seinen Spaß haben, man will schnell von A nach B und das große Problem ist, glaube ich, einfach die Verantwortung gegenüber anderen Menschen, die Grenze ist sehr niedrig. Ja. Ob das wirklich so ist, wollte unsere Reporterin Shirley Walter einmal nachprüfen. Selbstversuch in Berlin aus der Perspektive einer E-Scooter-Fahrerin. Ihre Beobachtungen? Zu zweit auf einem Scooter, ziemlich beliebt, gern auch mal mit Kindern. In die falsche Richtung fahren? Fast schon normal. Und dann noch der E-Scooter als Lastenträger, den Koffer nur mit dem Knie festgehalten. Extrem gefährlich wird es bei Rotfahrern, wie diese Situation zeigt. Also ein Tag in Berlin hat mir gezeigt, dass E-Rollerfahrer sich oftmals selbst in Gefahr bringen und dadurch automatisch andere Verkehrsteilnehmer. Deswegen gelten für Polizisten auch klare Vorgaben, obwohl E-Scooterfahrer keinen Führerschein haben müssen. Fakt ist einfach, es ist ein Kraftfahrzeug, ne? Ob das jetzt sehr kleines oder großes mit 4 Rädern, da gelten halt die gleichen Regeln. Und wenn ich damit schnell fahre und ich fahre da unkontrolliert alkoholisiert zum Beispiel in einen Fußgänger, da kann ich auch Menschen schwer verletzen oder umbringen. Patrick Heckel gesteht sich seinen Fehler des angetrunkenen Fahrens offen ein und sieht das Positive darin, immerhin etwas gelernt zu haben.
ist halt einfach auch dumm gewesen. Ja? Also es ist halt auch echt was, wo man vielleicht hätte vorher drüber nachdenken müssen. Aber natürlich ärgere ich mich über die Strafe. Ich meine, von den 2000 Euro hätte ich dieses Jahr auch einen schönen Urlaub fliegen können. Ein schöneres Leben mit seinem Auto, auf das er nun 5 Monate verzichten muss. Schon nach 3 Monaten dürfte er wieder E-Scooter fahren, aber das ist nun erstmal nicht mehr so sein Ding. Ja, 5 Minuten nach 6 hat es ihr Koffer nach dem Urlaub auch